So, hallo Bikerfreunde, Freundinnen. Ja, ich möchte heute einmal mit euch über einen ganz wichtigen Punkt beim Radl, über die Reifen reden. Ich muss gleich einmal vorweg sagen, ich bin eigentlich im Groben und Ganzen ein riesen Maxxis-Fan. Bin immer den Minion DHF und DHR gefahren, immer in der 120er DB-Ausführung. Für mich war das einfach von der Eigendämmung, vom Grip, von der Laufruhe, von der Eigenschaft her der beste Reifen. Bin jetzt auf ein paar Testbikes ja schon hin und wieder den Maxxis Assegai gefahren. Da in dem Fall am Level in der Breite von 2,5 in 29. Ich muss sagen, grundsätzlich gefällt mir der Reifen sehr gut. Also wenn ich jetzt einmal so Revue passieren lasse zum Maxxis Minion, würde ich sagen, auf harten, griffigen, steinigen Boden hat er unheimlich guten Grip. Er ist auch um die Spur, wie mein Empfinden ist, etwas schneller als der Minion. Was er aber jetzt gezeigt hat in ja, in letzter Zeit hat es bei uns dauer geregnet, wie oft im Herbst. Hat sich gezeigt, dass er auf nassen, schmierigen und lehmigen, also sagen wir mal schlammigen Boden, ein bisschen weniger Grip meiner Meinung nach bietet als ein Minion. Da fühle ich mich mit dem Minion ein bisschen wohler, da geht mit dem Minion etwas mehr. Was aber beim Assegai, was mir aufgefallen ist, ist, wenn der Reifen an Grip verliert, ist es so, dass der nicht unheimlich schnell abschmiert, sondern der eigentlich mehr so richtig funny eigentlich zum Driften neigt. Also ich würde sagen, in der jetzigen Zeit, wie es jetzt ist, würde ich wahrscheinlich wieder lieber den Minion aufziehen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde den Assegai echt einen richtig guten Reifen, weil er ein bisschen von der Performance her schneller ist als der Minion. Ich bin ja früher, wo ich Maxxis noch nicht gefahren bin, bin ich gern den Baron von Continental gefahren. Und irgendwie erinnert mich der Reifen ein bisschen so von den Voreigenschaften an den Baron. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich sage jetzt bei den Verhältnissen so wie da zum Beispiel, wenn ihr das am Trail habt, da seid ihr mit dem Minion sicher besser bedient. Was halt immer wieder ein leidiges Thema ist, was ich bei unseren Leuten oft sehe, die in unserer Gruppen fahren oder auch so, dass immer mit zu viel Luftdruck gefahren wird. Ich möchte euch da nochmal kurz einen Tipp mitgeben. Also gehen wir mal von mir aus. Ich habe da jetzt mit dem Radl, ich selber wie gesagt, an die knapp 110 Kilo im Moment. Ja, hab ein bisschen zugenommen. Gepäck, Radl, ich würde einmal sagen, ich bin ja, bei 140, 145 Systemgewicht. Ich fahre jetzt den 2,5er Essiger hinten mit 1,8, 1,75 und vorne mit 1,5, 1,45. Ich finde auch, wenn man etwas schwerer ist und viel Gewicht nach hinten einbringt, dass man nicht diese Regelung mit fast oder mit 0,2 Bar hinten mehr als vorne fährt, sondern dann schon mindestens 0,3 Bar mehr fährt. Beim 2,6er fahre ich zum Beispiel im Sommer 1,6 hinten und 1,3 vorne. Also es ist immer so eine Faustregel. Ich würde sagen, er darf gerade noch nicht durchschlagen, also so viel wie notwendig und so wenig wie möglich. Also es ist halt ein harter, aufgepumpter Reifen, bringt halt relativ wenig Grip von Haus aus schon mit sich. Es ist eine ziemliche Hoppelei und eine Eigendämmung, so wie im Maxxis das erbietet bei seinen Reifen, das kann man mit einem zu harten Reifen überhaupt nicht nutzen. Also Resümee, Fazit, ich finde den Reifen gut, ich finde den Reifen aber für extrem nasse, schlammige Bedingungen, da taugt mir der Minion mehr. Auf was ich mich jetzt freue, wäre in Kürze einmal diesen Propane von Onza, auch in der 120er-Ausführung, also die Enduro-Mischung-Bike, da bin ich auch schon gespannt. Ich glaube, das ist eine ziemliche Parallele zu dem. Ich mache dann wieder ein Video, aber wie gesagt, Essiger ist ein guter Reifen. Leicht feuchte Bedingungen ist überhaupt kein Problem, aber wenn es nass wird, schlammig wird, neigt er echt weg zum Kippen bzw. zum Rutschen. Wobei im Grenzbereich es echt so ist, ihr spürt es, wenn der weggeht. Ihr seid nicht im Nu weg, sondern er fängt wirklich Driften an, was so echt oft ein bisschen lustig ist beim Fahren. Ja, na, er ist kein schlechter Reifen, aber im Winter jetzt werden wechseln. Aber wie gesagt, der Reifen passt.
Ich wünsche euch was. Baba dabei. Ciao.